meine Lieben, zu später Stunde gibt's noch ein Rezept. Ich bin irgendwie noch überhaupt nicht müde und so richtig in Fahrt. Gestehe, ich gucke nebenbei Big Brother, Promi Big Brother. Ich gestehe es, finde es sogar spannend. Aber jetzt machen wir trotzdem eine Pizza mit Tomaten, Zucchini, Feta-Käse. Und zwar erstmal müssen wir unseren Teig machen. Wir haben hier 150 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Salz. Hier drin sind 120 Milliliter lauwarmes Wasser, ein Esslöffel Olivenöl, einen halben Teelöffel Zucker und so ein Teelöffel Trockenhefe. Und das geben wir jetzt zusammen. Wichtig ist einfach immer nur beim Hefeteig, dass die Flüssigkeit einfach lauwarm ist. Die darf nicht kalt sein, die darf auch nicht heiß sein. Einfach, wenn man mit dem Finger reingeht, dass man sagt, es ist eine angenehme Temperatur. Und dann geht eigentlich auch nichts schief. Also ich habe da eigentlich immer Glück. Oder was heißt Glück? Also man muss da eigentlich nur auf die Temperatur achten, dass die nicht heiß ist, dass man den Finger gleich wieder rausnehmen will und dass es auch nicht irgendwie kühl ist. Und das tun wir jetzt verrühren. Und los geht's. So, wie ihr, denke ich mal, sehen könnt, den Teig kann man noch nicht gut mit den Händen verkneten. Deswegen müssen wir noch Mehl dazugeben. Ich gucke mal so, dass es 2 bis 3 Esslöffel sind. Und dann verrühren wir das Ganze erneut. Wir müssen noch mal nachlegen mit Mehl. Gehen wir noch mal so 3 Esslöffel dazu. Ich verhöhe das, also ich tue dann die Menge dann auch dementsprechend in die Infobox schreiben, wie ich das erhöht habe. Es geht einfach darum, dass man es gut so mit der Hand einfach verkneten kann. Ein bisschen kleben darf es, aber halt jetzt nicht zu extrem. Denn der Teig soll ja auch ein bisschen gehen. Wenn der zu fest ist, dann hat er ja auch keine Chance dazu. Und deswegen soll er auch nicht zu fest sein. Deswegen mache ich das einfach so, immer ein bisschen was dazugeben, bis man dann merkt, ja, jetzt lässt er sich gut verarbeiten. Und dann soll er einen Moment ruhen. Und dann können wir ihn auch schon belegen. Das habe ich alles schon zurechtgeschnibbelt. Und ja, so schnell kann man auch einfach Pizza machen. Das ist gar nicht so ein großes Hexenwerk, was man oder was vielleicht manche auch denken. Und es ist selbst gemacht. Und ja, so wie ihr sehen könnt, ich habe den Teig jetzt schon mal ausgerollt, weil ich einfach bei meiner neuen Kamera immer ein bisschen Angst habe, wenn ich da so mittendrin im Geschehen bin und es dann ausrollt, dass die mir dann doch mal umfliegt. Aber da ist einfach ja nur wichtig, dass man einfach das Ganze so weit bemehlt, dass es nicht zu viel ist, aber dass man es halt ausrollen kann. Und ich habe den Teig jetzt nur so 15 Minuten gehen lassen, denn normalerweise ist ja Pizzateig nicht sehr dick. Ich muss persönlich sagen, ich mag es aber selber gern, wenn er ein bisschen dicker ist, aber das ist ja so Ansichtssache. Und jetzt habe ich den halt so gut es geht flach ausgerollt. Und den Ofen habe ich jetzt schon mal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Dann habe ich hier etwas Butter geschmolzen. Damit starten wir und pinseln das mal etwas mit Butter ein. Dann geht's weiter. Und zwar habe ich hier jetzt Feta-Käse. Also da habe ich jetzt auch nichts abgewogen oder abgemessen. Das habe ich jetzt einfach so Pi mal Daumen gemacht. So. Dann haben wir
Fotomädchen. Natürlich könnt ihr da auch selbst entscheiden, ob ihr was weglassen wollt, was anderes dazugeben wollt. Das ist ganz klar. Und dann habe ich hier einfach noch ein bisschen die Zucchini mit etwas Knoblauch. Da habe ich meine Knoblauchzehe noch gepresst und Zwiebeln. Und dann, das hätte ich jetzt auch im Vorfeld noch machen können, aber egal, habe ich noch ein paar Kräuter. Und zwar meine Kräuter sind einfach Thymian und Oregano, ein bisschen Salz. Das verstreue ich jetzt hier und dann kann das Ganze auch schon ab in den Ofen. So, unsere Pizza ist fertig. Und zwar, bei mir war die jetzt 35 Minuten im Ofen. Ihr seht, hier ist sie schön groß. Aber da muss man halt nach dem eigenen Ofen ein bisschen gucken. Und auch, wie man die gewünschte Bräune halt einfach mag. Ich kenne ja auch viele, die immer den Rand übrig lassen, was ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen kann. Aber jeder hat ja so seine eigenen Vorlieben, von daher, deswegen sage ich es, guckt da einfach nach eurem Geschmack. Ich drehe das mal kurz, damit ich das hier anschneiden kann. Und dann verkosten wir mal das gute Stück. Super lecker. War aber zu erwarten. Zumindest für mich, weil ich alle Zutaten liebe. Oh, hallo? Also ich kann nicht weiter was dazu sagen, weil es schmeckt einfach mega lecker. Also ich kann euch einfach nur empfehlen, es unbedingt nachzumachen. Wenn ihr die Zutaten mögt, deswegen haut rein, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!